Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Nightmare of Decay. Ja, in der letzten Folge sind wir im Kellergewölbe durch die Gegend gekrochen. Durch ein Rohr haben wir uns gezwängt und einen Mönch dabei beobachtet, wie er einen wirklich lebenden, also nicht irgendwie besessen oder sonst was, einen erschossen hat und dem eine Münze geklaut hat. Ja, und dem werden wir jetzt in der Folge auf den Grund gehen. Ich bin gespannt, was da kommt. Wir brauchen auch noch einen dritten Kopf einer Frau, damit wir dieses Monster bedienen können. Da bin ich auch gespannt, was das wird. Wahrscheinlich wird es uns dann fressen wollen. Wir werden sehen. Auf geht's. Ja. Genau. Das war die Leiche. Ja, der Mann, der die. Das macht mich echt wahnsinnig, dieses Rumgezische und Rumgemache. Hierhin ist der Mönch abgehauen. Mit einer Schrotflinte, deswegen wechsle ich. Eine runde Vertiefung. Oh je, müssen wir irgendwas reinstecken. Was Rundes. Das sind die Stimmen, von denen der Graf da gesprochen hatte, ne? Das Munition, das ist doch ein Eyecatcher. Das ist doch, dass ich da hinrenne und dann schockt mich irgendwas. Pumpgun-Munition nehme ich sehr gerne mit. Wahrscheinlich werden wir die auch mehr brauchen hier. Mir kommt es hier vor, als wenn das so ein altes Gefängnis war oder sowas, ne? Die runde Vertiefung. Da rennen wir nur im Kreis, habe ich das Gefühl. Aber da geht es auch runter. Runde Vertiefung. Ah. Da ist eine viereckige Vertiefung in der Wand. Vielleicht lässt sich dort etwas einsetzen. Ah, jetzt muss ich vier Sachen finden, drei Sachen finden. Da komme ich nicht lang. Okay. Ist auch eine runde Vertiefung. Das sind das sind die Dinger, die müssen da rein. Ich muss hier reinkommen. Ein Healpack. Und wieder ein Tagebuch. Wie will ich da lang? Ich gucke mir erstmal noch da oben die andere Tür. Da war noch eine. War da noch eine Tür? Irgendwas in. Ich höre doch hier irgendwas zappeln. Spinnen sind ja schon toll, ne? Die dürfen in keinem Spiel fehlen. Aber wen? Da zappelt noch was, da gibt es wohl mehrere. Das waren wohl nicht die einzige, so wie sich das jetzt angehört hat. Ihr hört es auch. Es wird im nächsten. Es hört sich an, als wäre es hier. Oh, das war. Da ist der Mönch. Sanguis meo, idio.
An dem Schlacht noch zu gehen. Aber das hört sich so an, als wenn hier noch eine Spinne ist. Das war eben ja. Ja, da ist sie doch. Kann ich ins Bein schießen? Ja, kann ich. Oh, Mann. Na toll, 13 Schuss habe ich noch. Wieso tust du dem Mönch nichts? Da ist noch einer irgendwo. Mann! Dieses Gezeter. Ah, da hinten sitzt sie. Na, komm doch her. Gibt's halt Schrot ins Gesicht. Oh nein! Oh, willst du mich verarschen? Was ist denn das? Oh, die spinnt mich ein! Sterb doch einfach! Oh, widerlich! Naja, was heißt bäh? Es gibt ja... Es sind ja nützliche Tiere, so ist es ja nicht. Aber wenn sie so groß sind und mich angreifen, mag ich sie nicht. Und andere Menschen mögen sie gar nicht, ich weiß. Silberne Scheibe. Ich bin gespannt, was damit auf sich hat. Ja, Munition ist schon wieder Mangelware, ne? Kann ich die Münze jetzt auch wieder da einsetzen? Nee, gell? Ja, kann ich nicht da. Nichts für Obiger. Also wenn eine Spinnenphobie hat, ich glaube, vielleicht mache ich das auch in den Thumbnail rein, dass da die Leute gar nicht erst anschalten, die was gegen Spinnen haben. Okay. Ich hoffe, wir bekommen noch mal ein bisschen Munition, aber hier scheint es ja jetzt nicht weiter zu gehen. Ne? Wir waren jetzt... Da unten drin, da war nichts weiter. Da haben wir die Münze jetzt geholt. Jetzt gehen wir zurück. Hier sind diese runden Vertiefungen. Wenn ich noch nicht so sicher weiß. Haben wir nicht vorhin eine Tür offen gelassen? Kellerschlüssel. Da müssen. Kellertür. Oh. 13 Schuss und kein Wechselmagazin. Ja, sehr geil. Dieses runde Stück. Geht das mit der Münze? Ah! Ich habe gedacht, ich muss eine Korbel finden oder sowas. Ich kann den nicht wieder rausholen. Hä? Na toll, ich brauche mehr Münzen. Aber wir haben jetzt wenigstens schon mal
eine goldene Tafel erhalten. Ist auch ein Symbol drauf, ne? Ich speichere mal kurz zwischen hier. Ach, das war die Skeletttür. Das war der Schlüssel mit der Kellerschlüssel, den wir aufgemacht haben. Ja, haben wir doch schon. Ne, hier waren wir noch nicht. Oh Mann, ich habe nur noch 13 Schuss. Verflucht. Ich möchte ja nicht mit dem Messer irgendwie was machen müssen. Das ist aus dem Weinkeller und da gibt es auch Munition. Oh, ja, war ja klar. Oh, könnte mal der Kopf einfach... Blut. Mann, ich hab nicht so viel Mumpel mehr. Ich will die aufheben, Strohflinte. Da läuft aber die Suppe raus, ey. Die Hinterlistigen im Wasser auch noch. Okay, Schrotmunition. Wo? Wo? Wo denn? Ah, da. Ja, jetzt hält er auch noch 2 Schuss aus. Jetzt geht's los hier. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Noch 3 Schuss? Wenn ich Mann, noch mehr! Uns, Mumpel! Oh, Mann, was bist denn du? Oh, mein Kopf. Nein! Meine Munition ist alle! Weg! Na, das Ding doch! Was ist denn das? Der regeneriert sich wieder! Was? Free Devil! Jetzt habe ich nur noch einen Schuss übrig! Und ein Magazin voll! Mann! Was sind denn das für komische Gestalten hier? Ja, der ganze. Der kam doch hier jetzt, oder? Jetzt lass mich wenigstens was finden, was sich lohnt. Ist nicht euer Ernst. Ach doch, da hinten. Ey, wie soll ich denn das machen, bitte? Sterb! Ich muss mit den Mumpeln haushalten. Okay, das hat funktioniert mit dem Dynamit. Das ist schon mal super. Das freut mich. Ich vielleicht
Muss ich es öfters einsetzen. So, jetzt ist es dann rum. Jetzt habe ich keine Munition mehr, ey, danach. Seid ja schon crazy unterwegs hier. Ey, keine Überraschung mehr jetzt, Leute. Ist er hergekommen? Nee, da war ich doch gar nicht. Bevor ich da hochgehe, gucke ich jetzt noch, was das da hinten war, was da rumlag. Mann, Mann, Mann. 8 Pistolenmunition erhalten. Ist das jetzt euer Ernst? Kann ich das mitnehmen? Alter Zeitungsausschnitt. Massaker im Geisterhaus. Irma Hedgehog, Ehefrau des bekannten Geschäftsmannes William Hedgehog, und die zahlreichen mit ihr lebenden Hausangestellten sind ermordet in dem Haus aufgefunden worden, das unter den Ortsbewohnern als verflucht gilt. Die Leichen der Bediensteten wurden brutal verstümmelt, während Irma Hedgehog enthauptet in ihrem Bett aufgefunden wurde. Hey, sag mal, das ist. Durchlebe ich das gerade alles oder was? William Hedgehog, Hauptverdächtiger dieses abscheulichen Verbrechens, ist verschwunden und befindet sich vermutlich auf der Flucht. Ja, das hab ich, die habe ich doch aber gefunden. Wo sind wir denn überhaupt? Ich habe überhaupt keinen Durchblick mehr. Hier kommen wir wieder zurück und hier sind wir noch gar nicht reingegangen. Ja, dann gucken wir mal, was da oben ist, ne? Da waren wir ja noch nicht. Meine Nerven, Leute. Meine Nerven, echt. Ah, okay. Wir haben die nächste Scheibe gefunden. Das ist gut. Das heißt, wir können so eine Goldtafel nochmal organisieren. Jetzt haben wir nochmal 8 Pistolenmunition gefunden. Ja. Brot wäre mir lieber. Das ist das einzige. Und ein bisschen Dynamit und so ein Kram. Manchmal lag das ja auch im Wasser rum. Ich will das nicht übersehen. Ja, haben unseren Weg reingebahnt und rausgebahnt. Meine Güte. Können wir speichern, das machen wir jetzt auch. Einmal Sicherheit herstellen. Das war doch hier mit diesen Münzen, ne? Ja, genau. Unten. Ei Magnum Munition, vielen Dank. Mal 6, wäre nicht schlecht, hä? Huh? So, noch eine Tafel. Hey, ich habe doch vorhin das gesehen, wo man die Tafeln einsetzen muss. Das war hier, glaube ich, ne? Das war hier. Sehen die alle gleich aus, oder? Ja, die sehen alle gleich aus. Aha. Alles klar. Wir brauchen noch eine Tafel und dann kommen wir dahinter. Also wir brauchen nochmal so eine runde Vertiefung, die fehlt mir noch.
Was haben wir denn noch erlebt? Wir sind auf jeden Fall vorwärts gekommen und haben komische Viecher wieder hingemetzelt. Ja. Hier war, glaube ich, kein Durchgang. Ah, doch. Das war der Spinnenraum. Hm. Haben eine Riesenspinne gekillt. Meine Güte. Und zwar hier. Ach so, hier unten. Das ist Blödsinn. Da brauchen wir nicht weiter rein, weil da unten, wo wir jetzt sind, da war ja nur die erste Münze, die wir geholt haben. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Bringt ja nichts. Aber ich würde sagen, wir speichern das Spiel jetzt hier und machen das in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Es bleibt spannend. Wir brauchen eine Münze noch, um die nächste Tafel zu bekommen und dann diesen Weg da zu gehen. Vielleicht geht es ja da schon aufs Ende zu, aber wo kriege ich die her? Und hier noch was kurz gucken. Auf der Karte. Wir hatten... Hatten wir nicht... Wir hatten den blutigen Strang. Ich meine, wir haben doch bei der Toten... Herrenhaus 2. Etage. Das Vieh im... Da. Der Schrank, der blutige Schrank, wo die Tote drin lag, die hat er ja vorhin, das haben wir ja gelesen, dass sie enthauptet gefunden worden ist. Und da kriegen wir vielleicht auch den dritten Kopf her. Vielleicht ist er da drin. Weil die liegt ja ohne Kopf da rum und steht vor allem so da, wenn ich da in den Spiegel gucke, dass ich sie sehe. Aber es ist, ich finde das Spiel ist, ey, die haben das super gemacht. Ich hoffe, ey, ich würde mir wünschen, die machen da so einen zweiten Teil mit einer anderen Geschichte, aber auch wieder für, im Hirn für Linkungen zu Resident Evil, weil der Stil ist super. Aber gut, da werden wir dann in der nächsten Folge drauf hingehen. Also ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge dann Richtung diesen blutigen Schrank. Und dann werden wir den da abarbeiten, in der Hoffnung, dass er uns nichts tut oder frisst oder tötet. Wahrscheinlich würde er das, ich habe keine Ahnung. Mal gucken, was da passiert, wenn wir dem den dritten Kopf geben. Weil alles andere fällt mir nichts mehr ein. Sechseckiges Loch, das war, ja, das haben wir ja alles... Nee, warte mal, doch... Im Verlies hier unten fehlt uns nur noch diese eine Treppe und dann... Wie ging es denn da hin? Sind wir da nicht weitergekommen? War das irgendwie verschlossen oder so? Probiert haben wir es nicht. Das machen wir, das probieren wir auch in der nächsten Folge. In dem Sinne, ja, meine Lieben. Wir speichern jetzt nochmal. Sicher ist sicher. Wenn es euch gefallen hat und Spaß gemacht hat und ihr dabei jetzt immer noch dabei seid, dann habe ich mein Ziel erreicht und würde mich über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht auch ein Abo. Ja, es bleibt spannend. Ich freue mich persönlich schon wieder auf die nächste Folge und wünsche euch jetzt aber noch einen schönen Abend. Haut rein und wie immer auf dem Kanal. Tschö mit Ö.